Frohen Herzens begrüße ich Sie hier vom Dreifaltigkeitsberg aus. Im Mai-Monat ehren wir ja in besonderer Weise Maria. Maria, Maienkönigin, dich will der Mai begrüßen. Die Lebensmelodie von Maria ist das Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Und wir könnten einmal versuchen, auch in unsere eigene Lebensmelodie hineinzuhören, im Blick auf Maria. Jeder von uns hat ja eine eigene, ganz persönliche Lebensmelodie von Gott vorgegeben, gleichsam in unsere Wiege gelegt, mit dem Auftrag, daran mitzukomponieren, ja unser ganzes Leben lang daran mitzukomponieren. Und wenn wir uns dabei orientieren an Maria, an ihrer Lebensmelodie, dann kann auch daraus aus unserer Lebensmelodie eine sehr klangvolle Lebensmelodie werden. Und das heißt für uns, uns orientieren an der Freude, an der Dankbarkeit über das wundervolle Wirken der Gnade Gottes in ihrem Leben. Uns orientieren an ihrem festen, unerschütterlichen Glauben. Uns orientieren an dem Einklang mit dem Plan, den Gott mit ihrem Leben hatte. Uns orientieren auch an ihrem liebenden Herzen, das sie zeigte, bei der Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth und auch bei der Feinfühligkeit, wie sie sich den Leuten bei der Hochzeit zu Kana gegenüber bewegt hat. Aber auch uns orientieren an ihrem Durchstehen von ganz schwierigen Lebenssituationen. Es gab genügend Töne in Moll, in ihrem Leben, in ihrer Lebensmelodie. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerade auch auf Mozart hinweisen, dem bedeutenden Komponisten, der nicht nur ein Magnificat komponiert hat. Hans Thoma schreibt über ihn: Es wurden ihm so viele Schwierigkeiten gemacht, wurden ihm so viele Prügel in den Weg geworfen. Und er hätte viele Möglichkeiten gehabt, hätte viele Waffen gehabt, sich dagegen zu wehren. Aber er benutzte nur eine. Er schrieb immer noch schönere Musik. Ja, möge es uns gelingen, auch in diesem Sinn an unserer Lebensmelodie zu komponieren und darauf zu vertrauen, dass Maria uns beisteht mit ihrer Fürbitte.